Ja, hier heißt es gleich wieder, willkommen zurück zu Let's Play Zelda Breath of the Wild Teil 106. Wir sind immer noch im Wald der Crocs. Ich habe tatsächlich noch einen Ausgang gefunden. Und da es jetzt bei jedem anderen Ausgang jeweils einen Quest zu einem Schrein gab, habe ich einfach gleich hier in die Aufnahme gestartet, weil es wird hier bestimmt wieder so sein, weil in die Richtung sind wir noch nicht rausgegangen. Es geht Richtung Salias See. Was auch immer das bedeutet. Da hinten sehe ich ihn. Sehe ich da schon den Schrein durchschimmern oder nicht? Ich sehe da auf jeden Fall im Baum. Herz? Nee, ist kein Erz. Es ist. Metall! Welches sich nicht bewegt. Wieder aufwärts, abwärts, noch da raus. Okay. Folgen wir dem Metall. Okay, folgen wir nicht dem Metall. Nein! Oh. Ich hatte gedacht, hier würde es einen Quest geben, aber dem ist nicht so. Ach doch, da oben steht jemand. Hallo! Der Crocs, geht das überhaupt? Na, wird schon. Bei der Prüfung geht es um Folgendes. Du vertraust einfach. Du darfst dich einfach nicht im Nebel verlaufen. Toll. Die Bäume, die Eisen verschlingen, weisen den Weg. Fühlst du dich nicht von ihnen angezogen? Toll. Dass die Prüfung so einfach ist, hätte ich dann auch nicht gedacht. Aber gut. Mal ja, mal gucken. Wo hier Eisen angezeigt. Nein! Da, 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 da. Zweite war da. Das war in die Richtung. Und zwar jetzt nach links. So, guck mal. Wieder hier. Nein, 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 nein. Habt ihr euch wohl gedacht, ihr blöden Männer? Nein. Auch hier nicht. Nein, hallo? Ich war doch noch bei dem Metallbaum. So ein Kack. Komm halt die Klappe. Ist bei der eine Metallbaum links bzw. da rechts auch eine Falle. Noch ein? Nein, 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 nein. Ist klar, ich habe schon verstanden. Bei dem linken Metallbaum vertrauen. Ah. Verrostet das Schild. Steht hier. Lege in mich den alten Schild. Schützt durch die erkennenden Monster. Ach ja, meine Schildtasche ist voll. Dann schmeiß diesen Dekumüll raus, den wir gekriegt haben. So ein hässliches, widerliches Schild. Die Prüfung. Nein! Hm.
Wow. Da soll ich als nächstes hin. Alles klar. Toll, hätte da nicht ein Diamant drin sein können? Ach so, funktioniert das. Lege in mich. Ist schon ein Witz, ne? Jawohl, danke, Kumpel. So. Ich hoffe, die Schatztruhe soll nicht voll sein. Juhu, da kommt ein Schrein heraus. Macht der Anziehung. Unchidachi Schrein. Chidai. Who knows? Keine Fische in dem See. Dann waren hier tatsächlich in diesem Wald vier Schreine. Wahnsinn. Wahnsinn. So, mal sehen, was du für uns hast. Das ist gut. Weil wir brauchten das ja, um, geh doch dran vorbei, das auf Stufe 3 oder sogar 4 zu verbessern. Yes. Gut, dann werden wir jetzt noch in die eine Richtung gucken. Da wollte ich nämlich auch noch hin. War hier hinten. Gongol-Hügel. Whatever that is. Deswegen einmal dahin. Und dann fliegen wir von da aus darüber. Gucken mal, was da so gibt. Das ist eigentlich ein unendliches Mysterium, was es hier noch alles geben wird. Also ich denke, es gibt noch so rund 34 Schreine, vielleicht sogar mehr. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also 34 Schreine, so dass wir noch genau 10 Herzen kriegen können. Es regnet mal wieder, also nichts mit Klettern. Und ja, mal sehen, was wir sonst noch entdecken können. Vielleicht finden wir noch einen Secret Boss oder so. Ah, das Gebiet hier um Hyrule drumherum sieht da unten schon nicht schlecht aus. Hyrule Manöverplatz. Da
will ich hin? Ja, sind wir ehrlich, sieht schon nicht so nett aus hier. Mit Blase und einem. Ich sehe nichts. Was ist das da unten? Oh nein, so ein hässliches Fieder wollen wir nicht hin. Hier ist eine Brücke, hier ist ein Stück Wald. Das geht doch. Ah. Toll. Busch der Metallklotz. Können wir das von der nachbauen oder umgekehrt? Eher umgekehrt. So, das war ja da rein, war ja einfach. Hallo, oh dummer Stein. Du blödes Ding. Okay, ganz zärtlich. Ja, wow. Weil du dich auch mal wieder so krass versteckt hast, so wie die anderen deiner Brüder immer. Long time no see. Oh mein Wächterfreund. Ein Bein nach dem anderen geht jetzt durch. Haha. Ihr seid ziemlich stromanfällig. Kann das sein? So. Gibt's hier denn noch irgendwas, was interessant ist? Hier sind wir ganz nah so einem Obelisk. Ich habe mal von Schloss Hyrule gesehen, dass auf einem dieser Obelisken auch ein Wächter drauf stand. Ich frage mich also, ob man da drauf kommen kann und wenn, ob man drauf kommen soll. Auf so ein Obelisken. Hier sind nur Viecher. Schmeckt das Schreinding irgendwie aus? Auch nicht. 1935, gleich kriegen wir wenigstens Speedbuff. Weil Nacht ist. Sehr gut und babum. Jawohl, oh jawohl. Reaktorkern und ein Riesenkern. Das sind Sachen, die ich sehr gerne sehe. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Hier oben liegt auf jeden Fall schon wieder so ein Teil, was, ja, was mal so ein eklig schlafendes Vieh war. Da waren wir schon überall, da müssen wir also nicht mehr rein. Das ist ein Brunnen. Ist das so eine Wand? Nein, Hyrule Lustgarten.
klingt nach Lust. Hier wurde Lustgarten. Aber na gut. Ist hier noch was? Nein. Nur da drüben weiter. Hä? Der ist ja aufgestanden. Das ist ja toll. Oder machen die das nur bei Nacht? Ich könnte natürlich auch erklären, warum ich, ja, warum wir den die letzten Male haben liegen gesehen. Interessant, dass die nur... Oh, Feuerlanze. Großer Boomerang. Oh, gar nicht schlecht. Angriffskraft plus 13. Da ist meine Waffentasche für... Moment. Voll, aber wir hatten ja auch hier Müll an Bord. Richtig intensiven Müll. Gut. Interessant, die Viecher stehen also nur nachts, ja. Das macht das Ganze wirklich ein wenig interessanter. Hier noch nichts. Brücke. Drüben, das ganze Gebiet hier sieht ein bisschen trostlos aus. Sieht auch trostlos aus. Okay, da ist die Rude. Das sieht aber interessant aus. Das war sehr. Sehr interessant ist. Schwupp. Komm mal da rein. Nein, kann man nicht. Okay, ich dachte zumindest, es wäre interessant. Fledermausschwarm, okay. Ich habe eine Idee. Oh, was ist das? Ah, okay, da geht man. Stopp! Stopp, stopp, Freunde! Stopp, stopp! Weil ich will, die Windklinge würde ich gerne nehmen und... Ah! Ist da noch so ein Vogel? Oh, hier ist allerhand los, Freunde. Wächter sollte mich jetzt mal nicht sehen. Wald? Bist du aktiv? Nein. Dankeschön, dass du hier aktiv bist. So, wir wollten, ja genau, rechts zu diesem Ding. Ich wollte eigentlich gerade...
Was ist denn los? Aber Link hat sich dazu entschieden, sich hinzuknien. Was, wo ist das jetzt, wo ich hin wollte? Ah, doch, da rechts. Toll. Dann noch so eine. Fuck! Probier nun mal das aus. Mann! Ach Gott. Das ist noch gebraten. Das bringt anderthalb Herzen. Und dann nehmen wir auf jeden Fall noch unsere Wächterrüstung, zerlegen dieses Teil, gucken dann, was da war. Und ab geht die Post. Ups. Oh. Ha, du Missgeburt. Ah, nein. Ich raste echt aus. Hallo, du Blödmann! Du hässliche Sau! Mach das jetzt endlich! Wie viele Feen haben wir noch? Keine mehr. Herrlich. Ah.
Was soll das denn? Warum triffst du das Bein denn nicht, wenn wir doch direkt daran stehen? Meine Güte! Was für eine Geburt, Allmächtiger. Hätte uns dieses hässliche Ding doch fast platt gemacht. Der hat auch jedes Mal daneben gehauen, der Typ. Ich hätte natürlich auch alternativ mal so ein Ding rausholen können, so einen geilen Pfeil und den direkt ins Auge von dem Wächter jagen können, aber... So, nehmen wir wieder die Schleichrüstung. Beziehungsweise wir sind auch am Ende des Videos angekommen, aber ich glaube... Was heißt ich glaube, wir gucken uns jetzt noch das Gebiet hier an. Hier wollten wir immerhin hin. Ein Ort der Erinnerung. Ah ja. Das schauen wir uns noch an. Dann sind wir am Ende vom Video da. Held von Hyrule, vom heiligen Bannschwert erkoren. Hyrule! Du hast unerschütterlichen Mut und vollendete Schwertkunst unter Beweis gestellt. Ich segne dich im Namen der Göttin Hylia. Ob du durch die Lüfte fliegst, durch die Zeiten wandelst oder in die Schatten eintauchst. Aha. Das Schwert ist immer ein Teil deiner Seele, o Held. Du und das Bannschwert... Ihr möget von Kraft, von Mut und von Weisheit erfüllt sein. O Bannschwert, das unvorstellbare Zeiten über deine Mann, oh Mann. Geht's noch dramatischer? In der Hand des Helden. Was redest du da? Der edle Ritter ist jetzt ihr Leibwächter. Diese alte Zeremonie dafür nachzuäffen war doch deine eigene Glanzidee. Die Meere überquert oder eine Verbindung mit der Naja, meine Meinung zu dem Burschen kennt ihr. Und die Prinzessin sieht auch nicht gerade begeistert aus, oder? Bei ihr ist es kein Wunder. Er hat sein Schicksal erfüllt, sie dagegen konnte es nie. Tja, das Mannsweib. Er erinnert sie stets an ihr Scheitern. Tja. Wie rührselig. Na gut, Menschen lieben solche rührseligen Geschichten. Ich schließe mich dem also einfach an. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Lasst mir einen Daumen nach oben da, falls es so war. Über ein paar Abos freue ich mich ganz besonders. Und, mieser Wächter. Wir teleportieren uns jetzt hier noch weg. Geht mir nicht um den Keks. Nicht ihr, sondern... wir wollten uns hier wegteleportieren, machen wir jetzt doch nicht. Wir beenden das Gameplay hier, im Versteck. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen.